Welches Mindset solltest du für das kommende Jahr, für das Jahr 2023, für die Krise, die in diesem Jahr zwangsläufig auf uns zukommt, welches Mindset solltest du da haben, damit du möglichst gut durchkommst, vielleicht sogar in der Zeit extrem profitierst? Ja, das Jahr hat begonnen. Wir haben 2023. Wir sehen, die wirtschaftliche Entwicklung ist wie vorhergesehen nicht ideal für viele Betriebe. Und wir wollen uns jetzt einfach mal konkret anschauen, was wir machen können, beziehungsweise mit welcher Gedankenhaltung wir rangehen sollten, weil unsere Gedanken bestimmen im Endeffekt, was wir tun. Und damit will ich auch direkt mal einsteigen. Was heißt Mindset eigentlich? Das ist so ein Wort, was mittlerweile sehr gut eingedeutscht ist, gefühlt, also was sehr, sehr oft verwendet wird. Ich will es trotzdem nochmal erklären. Mindset ist im Grunde die Denkhaltung, die Denkweise, die wir haben über bestimmte Probleme, über bestimmte Dinge. Und zum Beispiel kann ein Mindset sein, zu sagen, es gibt keine Leute. Es kann aber auch ein Mindset sein, zu sagen, ja, es gibt Leute, die sind nur woanders. Und verschiedene Denkansätze, die man hat, und das Ganze liegt, da liegen dann wieder ganz andere Mindsets zugrunde dem Ganzen. Letztendlich geht es einfach darum, welche Denkweise sollst du haben, damit du gut durch die Krise durchkommst, damit du die richtigen Fragen dir stellst, die richtigen Antworten findest, die richtigen Lösungen für deine Probleme findest und nicht nur gut durchkommst, sondern vielleicht sogar in der Zeit richtig, richtig stark profitierst von der Situation. So, das Erste, was für dich mal klar sein sollte, allererstes Thema, allererstes Mindset, was man mitnehmen sollte: Es gibt weiterhin Kunden. Das ist eine ganz grundlegende Aussage, aber ich habe aktuell das Gefühl, dass viele Leute denken, es wird keiner mehr irgendwas kaufen. Und hier muss man jetzt ganz klar sagen, gibt es eine Sache, die halt die Leute sehr verunsichert, das ist halt die Nebenkostenabrechnung. Die wird irgendwann Anfang dieses Jahres jetzt kommen und dann werden viele Leute sagen, ach warte mal, das sind ja gar nicht 20.000 Euro, sondern vielleicht nur 1.500. Die ich mehr bezahlen muss, vielleicht auch 2.000, aber ich habe immer noch genug Geld, mir XYZ zu leisten. Und sobald sie das mal verstanden haben, sind wir wieder, schon wieder einen Schritt weiter. Bedeutet aber auch in der Zeit jetzt gerade, wo die Leute unsicher sind, gibt es weiterhin Kunden. Es ist sicherlich so, dass jetzt gerade von allen Leuten, die potenziell kaufen könnten, ne, sich vielleicht die Hälfte unsicher ist. Und die Hälfte weniger Kunden, das kostet die Hälfte der Unternehmen die Existenz. War ganz simpel gedacht. Jetzt aber das Interessante, dass die meisten Unternehmen ja, also ganz, ganz viele Unternehmen, vielleicht machen wir andersrum, machen wir hier noch die Unternehmen daneben. Es ist ja nicht so, dass die Hälfte der Unternehmen jetzt irgendwie aktiv was dafür tut, sondern es ist ja so, dass vielleicht die Unternehmen hier wirklich aktiv was dafür tun und die anderen einfach warten, dass irgendwas passiert. Das kann ich ganz gut sagen, weil wir halt sehr viele anrufen und sehr viel Feedback da bekommen. Und da kann ich schon sagen, diese hier, die warten einfach nur. Die warten einfach nur ab, was passiert. Bedeutet, wenn ich anfange, proaktiv zu sein und mich darauf zu fokussieren, wie ich die hier bekomme, dann kriege ich einfach vielleicht auch nicht nur diesen kleinen Teil, sondern ich kriege vielleicht diesen Teil sogar. Und dieser Teil teilt sich auf die ganzen anderen auf. Und dann habe ich wirklich ein Problem als das Unternehmen hier, ne? Ist klar. Das heißt, die Leute, die hier aktiv handeln, die kriegen dann vielleicht diese ganzen Leute sogar und haben plötzlich sogar ein viel besseres Geschäft, als sie sonst hätten, ne? Einfach, weil viele Leute jetzt auch erkennen, okay, es wird gerade schwierig, jetzt muss ich Werbung machen. Davor habe ich immer so gesagt, ja, okay, Werbung könnte ich mal machen, muss ich aber nicht. Ist nice to have, ich will auch ein bisschen Geld sparen und so. Jetzt muss ich Werbung machen, das kann für viele eine Riesenchance sein. Es kann für viele eine Riesenchance sein, jetzt zu erkennen, dass die Online-Medien ja doch ganz gut funktionieren. Ich meine, sonst wird es uns hier nicht mit 40 Leuten und mittlerweile über 700 Partnern geben, realistisch gesehen, ne? Aber viele werden sie zu verstehen, dass es funktioniert. Gezwungenermaßen werden sie da reingetrieben durch die Zeit, werden das verstehen, dass es funktioniert und werden vielleicht ein Riesengeschäft die nächsten Jahre daraus machen. Ne? Das ist mal so erste Sache. Es gibt weiterhin Kunden. Die Frage ist immer nur, wo hole ich die ab und wie hole ich die ab? Ne? Ganz simpel. Zweites Thema, auch ganz wichtig. Die meisten sind immer noch zu günstig. Ich meine nicht die meisten, ich meine viele. Viele sind immer noch zu günstig. So, was meine ich damit? Man könnte jetzt ja sagen, okay, ich merke jetzt schon, dass weniger Kunden sind, dass es weniger wird und ich habe jetzt die Preise ein bisschen gesenkt, habe noch ein paar neue Leute dadurch gewonnen, ein paar mehr Leute dadurch abgeholt. Bleibt halt weniger für mich hängen. Aber das Hauptthema ist doch folgendes und da haben wir schon sehr viele Videos zu gemacht, das muss ich jetzt nicht komplett ausführen. Das Hauptthema ist doch einfach, wenn ich sage, die Kundenzahl halbiert sich, nur als Beispiel, und ich will die anderen 50% nochmal dazugewinnen und ich erhöhe meine Preise sogar nochmal, dann habe ich vielleicht noch weniger als die Hälfte, aber ich kann dieses Geld ja direkt in Werbung stecken. Ich habe letztes Mal das Beispiel gebracht, weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen dann im Beispiel waren, aber einfacher Vergleich, ne? Du nimmst 10.000 Euro und hast 1.000er oder 2.000 Gewinn, sagen wir es einfach mal, oder du nimmst 12.000 Euro, ja, das ist 2.000 mehr, da werden viele auch Nein sagen, du hast aber 2.000 Euro mehr für Marketing. Wenn du davor vielleicht 300 für Marketing hast, nämlich 3% vom Auftragswert, was man normalerweise so ansetzen kann, Pi mal Daumen, ne, ansetzen kann, habe ich plötzlich 2.300. Das ist einfach mal das, ja, Mathe jetzt, das Siebenfache. Ne? Also ich habe mehr als das Siebenfache, Siebenfache wären 2.100, aber ich habe mehr als das Siebenfache, fast das Achtfache, ein Budget plötzlich zur Verfügung für den gleichen Auftrag. Ist logisch, dass ich damit Aufträge gewinnen werde. Überhaupt keine Frage. Aber diese Denkweise zu haben, wenn ich etwas teurer werde, kann ich wieder mehr in Marketing stecken, habe mehr Möglichkeiten. Ich kann ja wirklich sagen, ganz realistisch, ich habe genug Erfahrung, würde ich sagen, aus vielen Millionen Budget, vielen mittlerweile 1.000 Kampagnen, die wir tatsächlich gemacht haben, weil viele Kunden machen mehrere Kampagnen, logischerweise. Es ist tatsächlich so, ich kriege, wenn ich mehr Geld ausgebe, immer bessere Kunden damit. Wenn ich bereit bin, von mir aus für eine Anfrage nicht
10 Euro auszugeben, sondern ich bin bereit, 50 Euro auszugeben, 60 Euro auszugeben, dann habe ich einfach eine bessere Anfrage damit. Und dann habe ich eine Anfrage, die vielleicht nicht nur 5.000 bei mir lässt, sondern vielleicht 30.000 bei mir lässt. Und was da verhältnismäßig viel mehr ausgegeben werden kann dann, um diesen Kunden zu gewinnen, allein vom Gewinn, was hängen bleibt, steht außer Frage. Ne? Und jetzt kommt oftmals hier die Situation auf, ja, aber wenn die anderen 10.000 kosten, ich koste 12.000, das macht doch keiner. Natürlich gibt es Leute, die es machen. Es wird einige geben, die sagen, nein, ich gucke auf den Preis und ich werde es nicht machen, komplett in Ordnung. Wenn es einer von 10 Leuten von mir es macht, wie gesagt, geht es immer noch gut aus. Weil du würdest davor auch nicht einen von 10, nicht jeden gewinnen. Davor würdest du vielleicht einen von 3 gewinnen. Gut, hast du 3 mal weniger Leute. Von mir aus. Hast auch 7 mal mehr Budget. Na? Also, wieder viel mit Zahlen. Ich bin ein Zahlenmensch, was das angeht. Und das ist auch, denke ich, nicht verkehrt in der aktuellen Zeit. Aber dieses Thema, viele sind immer noch zu günstig, das merke ich ganz, ganz stark. Dann das nächste Thema, das dritte Mindset, was ich mal so mitgeben möchte. Bestandskunden. Nutzen. Wer das verstanden hat, wird eh nie Probleme haben. Nur die meisten haben es nicht verstanden. Das erzähle ich gefühlt in jedem zweiten Video und trotzdem weiß ich, dass es fast keiner nutzt. Einfach mal die Bestandskunden anzurufen, zu fragen, wie zufrieden die sind. Können die vielleicht noch was kaufen? Bei vielen Branchen geht das natürlich nicht. Bei einer Küche zum Beispiel kaufe ich nicht eine zweite Küche jetzt direkt. Aber kennen die vielleicht, wen eine Küche kaufen könnte? Da hole ich so viele alleine Empfehlungen raus, wenn ich schon ein paar Jahre am Markt bin, wenn ich 1.000 Kunden habe, hole ich da wahrscheinlich allein 50 Empfehlungen raus. Davon kann ich nie erleben, weil die Empfehlungen werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaufen. Na, wenn ich dann ein interessantes Programm dahinter mache, ein interessantes Empfehlungsprogramm dahinter mache, wie sowas geht, erklären wir auch genau. Na, also für Partner von uns gibt es da genau Vorlagen, wie man sowas genau gestaltet. Ne? Aber wenn ich dann ein interessantes Empfehlungsprogramm dahinter mache, dann rennen mir die Leute die Bude plötzlich wieder ein, weil die ganzen Leute, die jetzt vielleicht gerade sich unsicher sind, die können ja trotzdem weiterempfehlen. Ne? Bedeutet, ich sag meinen Kunden, hey, kennst du wen? Er sagt, ja, ich kenne da wen, jetzt rede ich mit dem, er sagt, ja, ich bin mir aktuell noch zu unsicher. Okay, kennst du den wen? Weil der hat ein ziemlich cooles Programm. Ne? Sagt er, ja, okay, also ich kenne da auch noch wen und der kauft dann vielleicht. Wenn man das wirklich macht, wenn man danach geht. Und auch hier übrigens bei den Das ist bei einer Küche. Wenn ich Leute habe, die vor 10 Jahren, 15 Jahren gekauft haben, ich rufe die jetzt an, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht eine neue Küche brauchen, ist gegeben. Das kann sein. Wird nicht immer so sein, wenn ich Möbel natürlich mache oder jetzt Bauelemente mache und da vielleicht Fenster, Türen, Terrassendächer, Markisen anbiete, habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die eh noch was bei mir kaufen können. Selbst der gleiche Kunde, der vor einem halben Jahr was anderes gekauft hat. Vielleicht nicht vor einem halben Jahr, das Budget vielleicht noch zu knapp, aber vielleicht vor einem Jahr oder 2 Jahren. Dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er was machen kann. Bei einer Küche habe ich das vielleicht erst nach 10, 15 Jahren, aber trotzdem kann er mir eine Empfehlung geben. Ich kann mir eine Erinnerung bleiben, kann damit, und das haben wir auch gemessen, nachweislich die Empfehlungsquote extrem erhöhen. Ich habe jetzt schon eine gewisse Anzahl Empfehlungen, ich könnte aber doppelt so viele haben, wenn ich bei meinen Leuten im Kopf bleiben würde. Und die vergessen mich nach einiger Zeit. Dieses Thema, wer das Thema angeht, der wird dieses Jahr ein richtig gutes Jahr haben und auch die nächsten Jahre richtig, richtig gute Jahre haben. Und da geht es dann wirklich ganz viel darum, wie komme ich an mehr Personal ran. Und hier ist es auch, ich mache noch ein viertes, noch ein kleines Bonus-Mindset, was ich hier einfach klar machen muss. Wenn ich vorhabe zu wachsen, dann sollte ich es jetzt tun. Warum? Weil ganz viele Leute jetzt unsicher sind, ganz viele Leute jetzt auf Pleite gehen und da gute Mitarbeiter einfach frei werden. Nur teilweise wirklich unverschuldet frei, weil der Chef einfach schlecht kalkuliert hat, als Geschäftsführer seinen Job halt nicht gut gemacht hat einfach. Und deswegen gehen halt viele auch pleite, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil viele halt nach wie vor davon ausgehen, Situationen sind, wie sie die letzten Jahre waren. Das ist sie einfach nicht mehr. Und hier jetzt wirklich Mitarbeitersituation nutzen. Und einstellen. Nutze die Gelegenheit. Du wirst du wirst die nächsten Jahre, wenn es nämlich wieder verbessert, die Situation, wirst du nicht mehr so einfach an Leute kommen, wie du jetzt an Leute kommst. Wenn du es schaffst, mit diesen 3 Dingen einfach dafür zu sorgen, dass du genug Andrang an Kunden hast und den kann jedes Unternehmen weiterhin haben, egal welche Branche. Also wir haben in jeder Branche Beispiele, die weiterhin extrem ausgelastet sind, denen es weiterhin extrem gut geht, die weiterhin sehr hohe Preise abrufen. Die geben auch Geld aus für Marketing. Ja, die geben Geld aus, keine Frage. Aber das, was zurückkommt, ist unverhältnismäßig viel mehr. Und die Leute werden jetzt eine richtig gute Gelegenheit haben, richtig gut an Leute zu kommen. Und die Leute werden auch treu bleiben, denen logischerweise. Wenn ich jemandem zeige, hey, ich kann dich auch in der Krise durchführen, ich kann dich in der Krise ernähren, ich kann in der Krise vielleicht sogar mehr Gehalt sein, als du früher bekommen hast, dann glaubt es, da ist die Person sehr ans Unternehmen gebunden, logischerweise. A, wegen Dankbarkeit, B, aber auch wegen Sicherheit. Ne, weil Menschen lieben halt Sicherheit, also jeder macht das, auch ein Unternehmer liebt Sicherheit generell mal. Und wenn die sehen, hey, wir haben durch die Krise die gut durchgebracht, wie gut läuft dann erst die Zeit, wenn die Krise vorbei ist. Ne? Also das ist jetzt die Chance. Hier hast du jetzt die Möglichkeit anzugreifen und mit dem meinst du, solltest du rangehen. Die 3 Sachen, damit du das hier unten ermöglichen kannst. Eigentlich ganz simpel, eigentlich ganz einfach. Nur mach's dir wirklich klar. Von mir aus schreibst du dir auf, ne, und schreibst dir jeden Tag nochmal auf. Aber das wird dafür sorgen, wenn du das im Kopf hast und immer nach Lösungen auch dafür suchst, dass du einfach weiterkommst. Und wie gesagt, wenn du Lösungen möchtest, schlüsselfertige Lösungen, wo du sagst, wie komme ich denn an diese Kunden ran? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Preise durchsetze? Wie komme ich an die Bestandskunden ran? Melde dich gerne bei uns. Amin-Baden.de, kostenfreie Beratung, bieten wir da an. Und wenn du dann sagst, wir wollen dann zusammenarbeiten, dann können wir auch gerne weiterschauen, wie wir da weitermachen können. Aber melde dich erstmal an, lass dich erstmal beraten. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen, erfolgreichen weiteren Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video, denke ich, wieder. Bis dann. Ciao.